Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Auch ich werde mich hier relativ kurz fassen, wie meine zwei Vorredner, die ja auch schon zumindest zum sachlichen Ablauf, was im Ausschuss geschehen ist oder zum Werdegang des Antrags, alles gesagt haben. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz erklären oder beschreiben, was ich glaube, warum wir überhaupt in diese irrsinnig paradoxe Situation gekommen sind, dass wir jetzt zwei Anträge haben, die sich identisch, also die praktisch identisch sind und trotzdem als von verschiedenen Fraktionen hier vorliegen. Ich muss sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Ausschuss vom Familie, Kinder und Jugend, ich habe sie alle, und damit möchte ich jetzt bewusst alle Fraktionen mit einschließen, immer wieder als leidenschaftliche Kämpfer für die Sache erlebt. Und gerade wenn es um Kinder, Familienpolitik geht, gerade dann war es immer sehr, sehr hart an der Sache, aber immer an der Sache. Und das ist auch gut so, denn es gibt nichts Wichtigeres meiner Meinung nach als Kinder- und Jugendpolitik, weil das ist eigentlich das Fundament für unsere Gesellschaft, wie sich unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Allerdings ist das Problem sehr wahrscheinlich im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend oder überhaupt, wenn das Thema zur Debatte kommt, immer wieder das, dass wir uns eigentlich inhaltlich alle zumindest oft sehr einig sind, sogar bis fast absolut deckungsgleich. Und da kommt nämlich dann ein ganz, ganz großes Problem auf. Wir haben keine Möglichkeit mehr, uns von dem anderen abzugrenzen. Und ich möchte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den regierungstragenden Fraktionen, einfach bitten, können Sie sich auch vorstellen, weil Sie haben, also zumindest konnten Sie uns im Ausschuss keine nennen, wenn jetzt gleich welche kommen, was an dem Antrag von CDU, FDP und Piraten nicht stimmig ist oder was Ihnen da nicht dran gefällt, ist okay. Wenn Sie da wirklich Punkte haben, würde ich auch verstehen, wenn Sie den Antrag ablehnen. Aber ansonsten würde ich Sie doch einfach mal fragen, gehen Sie auch mal ein bisschen in sich und überlegen Sie sich, ob Sie sich bei dem Antrag nicht zumindest enthalten können, weil es gibt auch nichts, was gegen diesen Antrag spricht. Genauso wenig wie etwas gegen Ihren Antrag spricht. Und genau aus diesem Grund werden wir uns auch bei Ihrem Antrag eben enthalten, weil es nichts gibt, was gegen diesen Antrag spricht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die regierungstragenden Fraktionen sich ähnlich oder zumindest gleich verhalten würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, nochmal, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem in erster Linie Sie, Frau Ministerin Schäfer. Also ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt auch sehr verwundert. Sie haben hier vorne gestanden und haben meiner Meinung nach sehr nach Argumenten gerungen. Ob die kleinen Nuancen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, seien dahingestellt. Da kann man vielleicht noch drüber diskutieren. Mich wundert allerdings, dass diese Diskussion dann nicht im Ausschuss von den regierungstragenden Fraktionen vorgebracht wurden, dann hätte man da sehr wahrscheinlich drüber reden können. Was mich aber viel mehr verwundert hat, ist, dass Sie dem Argument von Herrn Hafke, dass Sie das sehr wahrscheinlich gar nicht richtig wahrgenommen haben oder gar nicht richtig hingehört haben. Herr Hafke hatte gesagt, dass von den regierungstragenden Fraktionen und dort genau von den Grünen ein Vorschlag für diesen Antrag eingebracht wurde, und zwar der Vorschlag, die Zuzahlungen für Kindertagesmütter zu unterbinden. Und jetzt kommen wir zu der, das hatte er gefragt und das hatte auch Herr Hafke vorgebracht, dass das jetzt in dem Antrag von SPD und Grünen nicht mehr enthalten ist. Und Sie gehen in Ihrer Rede darauf ein oder Sie gehen in der Antwort bei Herrn Hafke darauf ein, dass das jetzt in dem Antrag von CDU, FDP und Piraten nicht drin ist. Natürlich ist es dort nicht drin, weil wir es auch ja abgelehnt haben. Wir wollten ja diesen Satz, den die Grünen in diesen Antrag reinbringen wollten, nicht drin haben. Das, worüber wir uns jetzt sehr wundern, ist, dass dieser Satz auch nicht mehr im Antrag der Grünen wäre. Ansonsten wäre es zumindest so ein Punkt, wo man klar sagen könnte, da ist man getrennter Meinung. Aber den finde ich bis jetzt immer noch nicht. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe auch leider von Ihnen kein wirklich valides Argument jetzt gehört, was an dem Antrag schlecht sein soll. Dankeschön, Herr Wegner. Und nun spricht für die FDP-Fraktion noch einmal Herr Kollege Hafke.